Und damit hallo und herzlich willkommen bei Men of Medan. Ja, ich habe lange Zeit mit mir geringt, ob ich dieses Spiel holen soll oder nicht. Ich bin normalerweise so ein kleiner Schisser, aber ich liebe trotzdem Horrorspiele. Das Problem ist, dass ich schon sehr viel darüber gehört habe, dass dieses Spiel, naja, zwar so gemacht worden ist, dass man sich viel erschreckt, also sinnlos erschreckt quasi, aber dass da jetzt nicht so viel Horror in dem Sinne drin ist. Ich bin trotzdem mal gespannt, es ist gerade noch im Angebot auf Steam. Wir haben jetzt gerade Weihnachten, ich weiß jetzt nicht, wann ich das Ganze ausstrahlen werde, also sprich hochladen werde. Ich bin wirklich mal gespannt, weil ich noch so gar nichts über dieses Spiel weiß. Das Einzige, was ich weiß, ist halt dieser Trailer, den man sich schon mal anguckt, bevor man es kauft. Und dass halt so Quicktime-Events da drin sind. Da habe ich jetzt schon Schiss vor, weil ich da wahrscheinlich die falschen Tasten drücken werde. Und dass man sich entscheiden muss. Das heißt, man kann dieses Spiel im Endeffekt auf verschiedene Arten spielen. Und die Entscheidungen, beziehungsweise es ist von den Entscheidungen abhängig, was dann am Ende dabei rauskommt. Also sprich, wie viele Leute überleben werden und vor allen Dingen, wer überleben wird. Ich bin wirklich, wirklich gespannt. Und ja, ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen einfach mal an. So, wir starten natürlich das Spiel alleine. Noch hat sich leider niemand gefunden, der mit mir zusammenspielen möchte. Chinesischer Markt, südchinesisches Meer, okay. Ja, laden und so kann ich natürlich nicht. Also beginnen wir eine neue Story. Spiel den alternativen Weg durch die Story, wird nach Abschluss der Kinoversion freigeschaltet. Okay. Anscheinend gibt es da also noch mehr. Dann machen wir aber trotzdem erstmal die Kinoversion. Men of Medan. Okay, Kumpel. Wir sollten mal langsam zum Schiff zurück. Hey! Immer schön langsam. Was? Sieht ganz so aus, als hätte Charlie heute noch so einiges vor. Kann ich kämpfen? Hey, gib mal einen Quarter. Wieso? Für einen Blick in meine Zukunft. Dann mal los. Was erwartet mich, Alter? Zweifelnd werde ich reich, neugierig, was wird aus meinem Sohn nichts sagen? Ja, wir sind neugierig natürlich. Also ich will wissen, was aus meinem Sohn wird. Wird aus ihm ein guter Mann? Läuft alles gut für ihn? Ja, ich würde sagen, den Drachenstein, ne? Auch wenn er so komisch rot ist.
Das... Ein Fisch? Das sieht aus wie ein Fisch. Deine Reichtum kann aus jeder Richtung kommen. Na toll. Wenn so ein Wind kommt, Tod und Unglück werden sicherlich mit ihm kommen. Tod? Warte, was? Was soll das heißen? Hey, was soll das heißen? Was zum Teufel, Mann? Junge, der hat von dir gesprochen, hey, nicht von deinem Sohn. Lass mich mal ran. Ach ja? Okay, ich dachte, ich soll auf C drücken. Also ich bin egoistisch, unvorsichtig, unsicher und selbstlos, so wie es aussieht. Aktuelles Ziel, erfahre deine Zukunft. Okay. Geheimnisse, was haben wir denn hier? Das sind wahrscheinlich die, die wir noch machen können. Kursrichtung, Bilder. Okay, also mit C kommen wir wohl in dieses Menü rein. Setz dich wohl für stark. Im Kämpfen? Klar. Hast du noch ein Quarter? Kommt auf deinen Deckel. Ich probier's mal. Oh Gott, okay. Was muss ich machen? Okay. Oh, nee, A ist ja links. Okay. Ich habe nie behauptet, dass ich kämpfen kann. Das ist eine eigenwillige Steuerung. Have a nice day. Hey, Chuck, wir sollten zurück zum Schiff. Oder wir stranden hier noch. Komm schon, Mann. Nur noch eine Frage. Wir müssen echt wieder zurück. Ab in die 2! Frachtraum Nummer 2! Das erinnert mich irgendwie an Jurassic Park 1. Okay, da wird wohl irgendwas Hochexplosives gelagert. Oder was Giftiges. Das fällt ihm aber früh auf. Welche 50 Cent? Hey, komm schon, Mann! Hey! Zieh ab, Kumpel! Schubs mich nicht rum! Was ist das für ein Arsch? Soweit ich das beurteilen kann, sind diese Männer einfach absolut sturzbetrunken! Jo! Er kommt auf die Krankenstation! Schmeißt den anderen ins Loch! Und lasst ihn da! Aber ich habe doch gar nicht so viel getrunken. Sieht mir nach Schwefelsäure oder sowas aus.
oder nach etwas Unheimlichen, Übernatürlichen. So, ich glaube, wir können uns bewegen. Oder auch nicht. Ich hoffe, ich kann überhaupt was sagen, weil meine Stimme gerade total im Eimer ist. Doch, jetzt können wir uns bewegen. Ja, ist ein bisschen schwerfällig hier mit der Bewegung. Ich bin auch schon überlegen, ob ich es vielleicht doch nicht mit der Tastatur mache. Achso, ich muss gedrückt halten. Okay. Was zum Teufel? Ich habe jetzt gedacht, ich könnte mir eine schöne Jacke rausholen oder so, aber... Kann ich auch was anderes nehmen, nicht den Schlüssel? Ich will wissen, was der da drin aufgeschrieben hat. Was ist mit der Leiche hier? Joa. Kann er nicht viel zu sagen. Also er scheint nicht so gerade der Hellste zu sein. Wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Also viel kann man jetzt hier nicht machen, so wie es aussieht. Man kann halt durch die Gegend laufen und was drücken. Gehen wir mal raus. Das ist aber wirklich... Boah, allein diese hakige Bewegung ist schon krass. Aber das soll uns jetzt nicht den Spielespaß verderben. Ja, komm, geh. Wenn du schon weh anzeigst? Nein. Ach so, ich muss... Ach, das ist ja blöd. Ich muss nicht in Blickrichtung drücken, sondern in Bildrichtung. Okay. Kann ich hier nichts machen? Howdy, Charlie. Wie läuft dein Urlaub? Ja, hol mich endlich hier raus. Was zur Hölle ist da draußen los? Ich habe ein Flugzeug gehört und Schüsse. Ich auch. Und da war eine Leiche. Was? In der Krankenstation. Hier stimmt was nicht. Bloß raus hier. Ach nee. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine, der steht die ganze Zeit da. Hat so den Mund so komisch auf. Sieht schon ein bisschen seltsam aus. Also ich hoffe, dass es... Das, Ach so, jetzt erst, okay. Okay. Was war das denn für eine? Ich bin da hinterher. Was zur Hölle? Nein, nicht wieder zurückgehen. Oh, ich hasse diese Steuerung jetzt schon. Was war das? Das war ein überdimensional lautes Kinderlachen, damit wir uns alle erschrecken. Wieso ein Kind? Ich hasse es, wenn Kinder in Horrorfilmen drin sind, ganz ehrlich. Kann ich dich öffnen?
Irgendwie bewegt er sich wie so ein Alien. Das ist ja... Oh. Das ist ja echt schlimm. Okay, also hier kann ich nichts machen. Da der Idiot hier mitten im Weg steht. Hallo. Ich geh mal raus. Ich geh mal einfach dem unheimlichen Kind hinterher. Hallo? Moment, da leuchtet was. Hey, Charlie, hilf mal. Ja komm, ich hab jetzt S gedrückt. Ganz oft. Das hat man gehört. Oh, scheiße, Mann. Und ja, schon wieder einer. Sagst es. Totale Scheiße. Das war ein sehr geistreicher Dialog. Oh. Ich würde mal glatt behaupten, das werden keine Geister gewesen sein, oder? Oder lassen die Menschen neuerdings bluten? Ich weiß es nicht. Also ich denke, hier im Spiel kann man nicht allzu viel anklicken. Deswegen laufe ich dem Typ jetzt mal einfach hinterher. Wen hat's erwischt? Den kann ich aber angucken. Oh, verdammt, Buckley. Der war doch letztens beim Essen noch vollkommen putzmunter. Ah, ja, ach nee. Die andere glaube ich auch. Achso, da kann ich nicht rum. Okay. Vielleicht sollen wir uns ja auch nicht trennen. Vielleicht heißt es das. Weil irgendwas Unheimliches hier vor sich geht. Ja, ich weiß, noch kann ich Witze darüber machen. Oh, ich bin vor den Türrahmen gelaufen. Nee, falsche Taste. So. Aber jetzt mal ganz ehrlich, so abgehakt. Der läuft wie so ein Roboter hier also, rum. Geht das bloß mir so? Oder hast du auch gerade so ein blödes Gefühl? Sehe ich so aus, als würde ich über meine Gefühle reden? Für sie. Hey, Chuck. Hast du den Jungen da gesehen? Nee. Bist du okay? Ich sehe Geister. Und tote Menschen. Was ist denn mit denen passiert? Ich kann gar nicht gerade laufen. Charlie, komm mal her. Genau, der nimmt ein Messer. Da sind drei Leute und da hat nur einer eine Knarre von, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Quicktime kommt. Ich weiß gar nicht, welche Tasten ich drücken muss. Hey, komm her. Oh Gott, nein. Charlie! Charlie ist wahrscheinlich tot, mein Freund. Und er auch. Er hat das Messer, ich wusste es. Na, er kann ja echt gut treffen. Noch nicht sterben. Ich bin noch so jung. Außerdem wäre das Spiel dann schon aus. Hallo?
Hilfe? Mayday! Mayday! Irgendjemand da? Hallo, hört nicht da draußen jemand? Ach, komm schon! Komm schon, verdammt! Was für ein ist das? Oh. Waren das gerade Arme und Tentakel? Also nicht Tentakel, so Spinnenbeine oder sowas? Nein. Der hat eine schwarze Zunge.